Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute stellen sich meine Kollegen aus dem Activity-Team vor. Dann geht Kapitän Klaas Kramer in die Primetime und erzählt ein bisschen aus seinem Leben. Und Entertainment-Managerin Marie, die geht dahin, wo schon Hollywood-Stars waren. Glaubt ihr nicht, werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß! Im Urlaub kann man sich entscheiden, ob man entweder ganz relaxed und entspannt sein will oder ob man vielleicht mal aktiv Urlaub machen möchte. Irgendwas ausprobieren, tauchen, laufen, joggen, alles das, was man sonst im Alltag nicht so richtig machen kann. Und wir haben unsere Kollegen aus dem Activity-Team mal begleitet und wir würden uns freuen, wenn ihr Bilder habt von euren Aktivitäten im Urlaub. Dann hier unten runter. Viel Spaß! Hier auf Aida Mar haben wir natürlich auch neben den normalen Ausflügen den Aktivbereich. Dort machen wir nicht nur Fahrradtouren, sondern auch Aktivtouren mit den Gästen. Ich fahre am liebsten mit den Pedelecs, weil man kann eben selber die Motorunterstützung einstellen. Entweder macht man sie ganz aus und kann richtig schön fest in die Pedale treten und eben richtig sportlich sein. Oder diese Motorunterstützung sehr stark anstellen und kann diese Radtour eben trotzdem genauso gut miterleben. Was ich sehr schön finde, aktiv auf AIDA zu sein, ist der nahe Gästekontakt, den ich habe. Und ich kann die Welt sehen und erleben und neue Sachen erkunden. Wir haben insgesamt drei verschiedene Fahrradarten hier an Bord. Das sind einmal unsere E-Bikes, unsere sogenannten Pedelecs. Dann haben wir unsere Crossräder und dann haben wir unsere etwas sportlicheren Modelle, unsere Mountainbikes. Und das ist eigentlich so mein Lieblingsmodell, weil hier heißt es natürlich dann wirklich, hier kann man ein bisschen mehr in die Natur reinfahren. Das heißt auch mal Schotterwege. Und wir müssen natürlich vor jeder Tour auch dementsprechend warten und checken. Das machen wir dann halt immer morgens vor der Tour, dementsprechend einmal schauen, passt das mit dem Luftdruck, ja, geht die Gangschaltung, funktioniert die Federgabel komplett, dass alles wirklich für die Tour passt. Und dann können wir das Fahrrad auch rausschieben und dem Gast dann so übergeben für die Tour. Ich bin jetzt seit knapp 5 bis 6 Jahren dabei, also das ist jetzt nicht nur ein Vertrag gewesen. Ich erlebe die Welt ganz anders auf dem Fahrrad, viel intensiver. Ich komme viel mehr rum natürlich. Man kommt mit den Leuten in Kontakt, die dort wohnen. Es ist mein Hobby, den ich zum Beruf gemacht habe. Und ich glaube, das ist unbezahlbar einfach. Und eine Besonderheit hier an Bord von AIDA sind unsere Scuddies. Das sind unsere Elektro-Scooter. Mit denen kann man sehr gemütlich, aber auch sehr sportlich die Stadt erkunden und natürlich hier auch Ausflüge mit uns machen. Ich persönlich finde, es macht unheimlich viel Spaß mit den Scuddies, gerade Städte zu erkunden. Das ist eine schöne Variante. Es macht unheimlich viel Laune. Wir haben einen Gashebel und ganz normal eine Bremse. Damit ist das Fahren ungefähr so wie das Fahrradfahren, also sehr einfach zu erlernen. Und man lenkt sie durch Gewichtsverlagerung. Und wenn ihr das gerne auch mal bei Ausflügen ausprobieren wollt, dann nehmt ihr euch natürlich auch gerne mit zur Erkundung von Städten oder auch Überlandtouren, wo man mal durch Landschaften fährt. Da könnt ihr natürlich entweder sportlich fahren oder auch gemütlich, je nachdem, wie ihr das selber gerne möchtet, und werdet hoffentlich sehr viel Spaß mit uns haben. Wir freuen uns ja immer richtig, wenn die Kapitäne mal in die Primetime kommen und wenn wir das dann hier euch zeigen können. Kapitän Klaas Kramer war in der Primetime und hat ein bisschen was über seinen Werdegang erzählt. Wie immer, unglaublich sympathisch und ein wirklich feiner Kerl. Bitteschön. Wie ist das bei dir? Wie groß bist du? Lang, 1,96. Also heute die hohen Schuhe angezogen. Ja. Um noch mal größer zu sein. Ja, das ist in der ganzen Familie bei uns so. Die Mama ist die Kleine, die ist 1,69. Ich habe 3 Geschwister. Die kleine Schwester, die tatsächlich die jüngste ist, ist 1,80. Ja. Die große 1,86. Mein Bruder ist 2,04 Meter. Mein Papa ist so lang wie ich, ein bisschen schwerer. Und also ist bei den Kramers wohl so. Ja. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wer fährt denn gerade das Schiff? Gibt es jemanden auf der Brücke? Oder? Ist schön, dass wir das jetzt hier gleich machen, weil das ist tatsächlich die häufigst gefragteste Frage, seit ich vor 8 Jahren irgendwann mal Kapitän geworden bin. Und auch teilweise sehr beängstigt, dass Leute vor mir stehen und sagen, also wer fährt denn jetzt? So. Wir haben tatsächlich 7 Nautiker an Bord, die das Kapitänspatent haben, eingeschränkt oder uneingeschränkt. Dazu noch den Staffkapitän und mich. Also der Staff und ich, wir sind wachfrei, nennt man das. Wir haben keine festen Zeiten auf der Brücke, aber natürlich sind wir zum Einlaufen, zum Auslaufen dabei, wenn der Lotse an Bord ist, enge Revierfahrten sind. Bei aller Technik, die wir haben, es wird immer noch mit linear... Nee. Also fast. Es gibt tatsächlich, ich habe gehört, auf der AIDA Nova gibt es nicht mal mehr einen Kartentisch. Ach. Aber als dieses Schiff gebaut wurde, 2007, ich war dabei, ich war damals der erste Offizier, der für Seekarten und Routing verantwortlich war. Da hatten wir tatsächlich noch alle Seekarten der Welt oder zumindest unserer Fahrgebiete, weil die ACTIS noch gar nicht so zertifiziert war. Mhm. Und heute ist es so, dass wir den nicht mehr bräuchten
Und aber so aus alter Gewohnheit, dass es schon irgendwie schön ist, wenn man zumindest von jedem Hafen eine Seekarte hat, um nochmal schnell drauf gucken zu können und auch mit dem Lotsen kurz abzusprechen, wie man welche Manöver plant. Ja. Also wir haben tatsächlich jetzt noch von allen Häfen der Reise Seekarten an Bord und einen Übersegler, also eine groß galierte Karte für die Reise. Und den Rest machen wir elektronisch. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist TV-Produzent von einer tollen Show und du hast die Aufgabe, einen Kapitän für eine Rolle zu besetzen. Es gibt zwei Bewerber. Stefan Mors und Florian Silbereisen. Wen von den beiden würdest du einsetzen und einstellen? Also, ich kenne keinen von beiden, wirklich nicht. Ich scheine der einzige Deutsche zu sein, der keine Schlager mag. Wenn hier Schlagerfestival, Schlagerpoolparty, Alpenglühen ist, dann sagen 99 von 100 und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das allererste Mal atemlos gehört, komplett, sonst habe ich es immer ausgemacht. Ja. Als es auf der Hochzeit eines guten Freundes gespielt wurde, ich dachte, okay, das wäre jetzt wirklich unhöflich, wenn du gehst. Insofern habe ich von dieser Besetzung tatsächlich nur wahrgenommen, weil viele meiner Freunde mich angeschrieben haben, Klaas, da ist ein Job für dich frei. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man so viele Dinge gefragt wird, ne? Und auch wenn nicht alle Antworten dazu immer so komödiantisch sind, wie beim Kapitän Husmann, der auf die Frage, wer denn nun das Schiff fährt, sagte, naja, also Schiff fahren, ne? Wenn ein Kapitän, für den das gut läuft, dann macht er nur drei Dinge am Tag, das Anlegen, Ablegen und Hinlegen. Ne? Sagen wir, die Antworten kann man nicht immer so gut finden wie er, aber die Fragen sind doch durchaus immer sehr unterhaltsam und das könnte man über die Jahre eigentlich sammeln. So. Es fängt an mit, können Sie vielleicht die Ventilatoren auf Deck 6 anmachen? Die Schrauben der Rettungsboote. Eine sehr durchdachte Frage. Schläft auch die Besatzung auch an Bord? Das ist ein Highlight. Und so wie heute, mega, Reise mit zwei Seetagen, kam ein Herr an die Rezeption. Also, wo liegt eigentlich diese Seetage und warum fahren wir da zweimal hin? Jetzt kommen wir zu meinem Favorit, du bist ja auch neu, du musst ja jetzt auch mit durch, ne? Folgende Frage an die Herren der Schöpfung. Kann man als Mann auf der Vakuumtoilette sitzen bleiben, während man die Spülung betätigt? Meine Damen und Herren, unser Kapitän Klaas Kramer. Vielen Dank. Dankeschön, Klaas. Danke. Wer mit uns auf Ausflug geht, kann ja ganz oft auch auf Orte treffen, wo schon Hollywood-Filme gedreht worden sind. Dubrovnik zum Beispiel, Games of Thrones oder aber eben die Felsenstadt Petra. Und da hat uns Entertainment-Manager Marie mal mitgenommen. Das gucken wir uns an, jetzt zusammen, hier. Wir sind jetzt angekommen in Petra und jetzt geht's rein in die Schlucht. Bis zu 100 Meter hoch sind hier die Felsen in der Schlucht und an der engsten Stelle ist es hier auch nur 2 Meter breit. Wir stehen vor dem Felsentor. Ja, und schon Lawrence von Arabien hat gesagt, das ist der herrlichste Ort der Welt und es ist sinnlos, den zu beschreiben, weil man das gar nicht in Worte fassen kann. Und schauen sich das mal an, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. In 1912 wurde das hier erst wiederentdeckt und zwar von einem Schweizer, der sich als Scheich verkleidet hatte. Er hatte extra Arabisch gelernt und man sagt auch, dass erst so ungefähr 20% ausgegraben sind. Also hier gibt es noch einiges zu tun. Wir sind jetzt für Sie noch einmal bis ganz nach oben geklettert. Das war ganz schön anstrengend, aber ich glaube, dieser Ausblick lohnt sich. Total schön. Ich hatte erst mich über Petra gar nicht informiert und habe mir sagen lassen, ich müsste dahin und das war auch so. Würde es jederzeit wieder machen. Heute wahrscheinlich auch zum ersten Mal in Petra gewesen. Wie hat es dir gefallen? Oh, super schön. Also traumhaft. Ich habe es überhaupt nicht so vorgestellt. Der Weg war ein bisschen beschwerlich, aber es hat sich durchaus gelohnt. War richtig klasse. Und wenn auch ihr Lust habt, spannende Ausflüge zu machen, neue Activities zu probieren oder einfach toll reisen wollt, dann geht ins nächste Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön.
Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder mit der weltallerschönsten Musik. Diesmal mit Kapitän Klaas Kramer am Klavier und singen kann er auch noch. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Und nicht vergessen, Bilder von euren schönsten, spannendsten, aufregendsten Urlaub-Activities hier unten drunter posten. Tschüss!